Was passiert wohl, wenn drei Frauen gleichzeitig gegen einen richtigen Fettsack kämpfen, der mehr wiegt als sie alle gemeinsam? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus, denn wir reagieren jetzt auf den absolut wilden Fight bei Epic Fighting Championship. Ihr möchtet mehr Maximalkraft, mehr Schlagkraft und allgemein mehr Leistungsfähigkeit im Training und im Alltag, dann solltet ihr auf jeden Fall 5 bis 6 Gramm Kreatin täglich nehmen. Sekt Plus, Waldmeistergeschmack ist mein Favorit, Ring 10 ist der Rabattcode. Wir sind bereit. Es geht jetzt hier los, wie wir sehen können, auf der linken Seite haben wir jetzt unsere drei Mädels. Boah, die eine ist ja richtig groß. Was ist mit der im Gesicht passiert? Die sieht aus, als hätte sie auf jeden Fall schon ein paar Kämpfe hinter sich gebracht an dem Abend. Und auf der rechten Seite haben wir unseren Butterbean hier. Butterbean auf Wish bestellt. Oha, wer ist der Typ da hinten? Was ist das denn? Oh, der ist einfach 3 Meter breit und 1,50 Meter groß. Jedenfalls, also auf der linken Seite unsere drei Mädels, die sind jeweils 1,65 Meter, 1,72 Meter, 1,80 Meter groß, wiegen 55, 58 und 70 Kilogramm. Zusammengerechnet, lass mich kurz rechnen, Mathe, irgendwas 180, 183 Kilogramm. Auf der rechten Seite unser Butterbean, er ist 1,79 Meter groß und wiegt satte 200 Kilogramm, Junge. Boah, da bin ich jetzt aber mal ehrlich gespannt. Der Blob macht sich auf den Weg zu, der nimmt sich gleich die heftigste in der Mitte. Ey, wir wollen nicht das Publikum sehen, sondern die Action im Ring. Satte Schlagkombination, er tankt einfach alles weg. Egal was reinkommt, er nimmt es wie ein richtiger Blob. Die Frau in der Mitte, die 1,80 Amazone, muss jetzt hier die Schläge von dem erstmal wegfressen. Ich weiß nicht, was sie jetzt damit haben, dass sie auf einmal die Kommentatoren filmen. Wir wollen den Kampf sehen und nicht die Leute, die außenrum reden. Schöner Schwinger. Also irgendwie, der hat glaube ich ein persönliches Problem mit der, ne? Der hat ein absolut persönliches Problem mit der, ich weiß nicht. Seit Beginn an geht er nur auf sie los, die beiden anderen ignoriert er einfach komplett. Oh. Gefährlicher Lowkick jetzt hier von der einen, die aussieht, als hätte sie einen Autounfall hinter sich gebracht. Schöner Roundkick, wow, habt ihr den Körpertreffer von der gesehen? Schaut mal hin. Hinterhält sich. Sie hat die Situation ausgenutzt. Geht von hinten auf ihn zu. Linker Haken gegen die Wirbelsäule. Prallt ab. Rechter Roundkick gegen die Arschbacke. Prallt ab. Die ganze Energie, die sie reinsteckt in den Schlag, die kommt direkt wieder zurück. Deswegen muss sie so vorsichtig sein. Junge, die sieht aus, als wäre die frisch aus dem Frankfurter Crack-Bahnhofsviertel gekommen. Aber die hat schon verstanden, dass sie auch mitkämpfen muss, oder? Weil die läuft die ganze Zeit nur so rum, hält die Hände die ganze Zeit so oben und schaut einfach nur zu, während die eine hier alleine mit dem Boss hier kämpft. Ey, die ist so komplett verloren. Die ganze Zeit läuft die so mit der Deckung durch die Gegend und keiner greift sie an. Warum hat sie die Hände ans Gesicht gepflastert? Hat die da vorher irgendwie Sekundenkleber an die Handschuhe gepackt und kriegt die nicht mehr weg vom Gesicht oder was ist da los? Boah, Junge, was passiert eigentlich, wenn du mal so einen richtigen Schwinger an den Kopf triffst von der, ne? Aber immer noch nur auf die eine. Ich weiß nicht, was das für eine harte Liebe ist, ob der irgendwie auf die steht. Aber der greift ja wirklich einfach nur sie an. Jetzt geht es los. Drei gleichzeitig. Boah, 1,5 Minuten und alle sind schon tot. Ich weiß zwar gerade noch nicht, warum die Frauen so konditionelle Probleme haben. Schau mal, die macht erstmal Beinarbeitssimulator da drüben. Die versteckt sich die ganze Zeit noch da hinten hinter der 8 Kilometer entfernt von dem Typen. Oh mein Gott, was ist los? Der beachtet die beiden einfach gar nicht. Ist dem scheißegal. Stellt euch mal vor, der packt jetzt eine und lässt sich gemeinsam mit der auf den Boden fallen und landet auf der. Meinst du, die geht schlafen dann? Oh, jetzt was für ein wilder Angriff von den allen drei. Gemeinsam haben sie ihn auf den Rücken eingeprasselt. Aber was sie nicht wussten, ist, dass er ein Sixpack auf dem Rücken hat. Zack, schaut euch mal das an hier. 1, 2 Unterteilungen. 1-Pack, 2-Pack, 3-Pack hier und doppelt auf der anderen Seite. Er hat einfach ein Sixpack auf dem Rücken. Den kannst du nicht wehtun, wenn du ihn schlägst. Oh, jetzt kommen die Highlights. Oh, Junge, richtiger rechter Haken direkt auf das Ohr von hinten. Ich schwöre es euch. Die macht einfach den ganzen Fight hier. Oh, wow, was war das für ein Frontkick? Direkt auf den Bauch. Schaut mal, wie er schwabbelt. Boing. Oh, sieht das heftig aus. Schaut mal. Boing. Die ganze Kraft einfach komplett aufgesogen von dem Fett. Juckt den überhaupt nicht. Schaut euch sein Gesicht an. Absolut null Trefferwirkung. Bei dem brauchst du gar nicht zum Körper zu gehen, ja? Das ist so, als würde er original schon einen Körperschutz integriert tragen. Weiter geht's.
Ey, was ist das für eine Kampfveranstaltung? Die haben einfach meine Oma als Ringgirl genommen. Wer hätte es gedacht, aber es gibt tatsächlich noch eine zweite Runde. Mal sehen, was passiert. Er packt einfach den Helikopter aus. Wie ein Beyblade dreht er sich. Hat sich wieder orientiert. Der Kompass ist gerade ausgerichtet auf die eine wieder. Oh, oh, er hat... Oh, er hat sein Auge auf einen neuen Snack gerichtet. Jetzt spielen sie einfach Schweinchen in der Mitte. Er weiß gar nicht mehr, wo er hin muss. Schau mal. Das ist wie vor. You're spinning backfist. Das ist wie früher auf dem Schulhof, Junge, wenn du den Ball nicht hattest. Oh, sexy Arschritze, Junge. Und er fängt an zu joggen. Der LKW ist auf dem Weg. Zieh ihm die Hose runter. Oh, oh, jetzt geht's los. Er hat die Doppeldeckung oben. Schaut euch das an. Das ist die undurchdringliche Doppeldeckung. Oh, die undurchdringliche Doppeldeckung hat nicht ganz so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihm sogar vielleicht der Kiefer gebrochen wurde. Er zeigt sich in den Mund, da ist irgendwas kaputt gegangen. Hat er wohl seine letzten Zahlen noch verloren. Wahnsinn. Drei Frauen haben es gleichzeitig geschafft, einen 200 Kilogramm Blob zu besiegen. Ja, es war ein harter Kampf. Ich finde auch besonders, die Rothaarige hat sich extrem viel Mühe gegeben. Die Große mit den Dreadlocks, mit den zwei richtigen Zöpfen, die war auf jeden Fall der Tank in dieser Gruppe. Also ich würde mal sagen, so klassisches MMO-Setup, die mit den zwei Zöpfen war auf jeden Fall der Tank. Und gleichzeitig irgendwie auch der DD. Sie war auch ein bisschen so ein DD und sie war eigentlich der Support, der irgendwie gefühlt nie weiß, was er machen soll, ja. Komplett neu in dem Spiel. Scheißegal, ich sag ganz ehrlich, das war schon ehrlich lustig. Eigentlich sollte man das so Zirkus Fighting Club nennen oder so, wäre auch geil. Jedenfalls, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesem ganzen Ding. Hat euch das unterhalten, ja oder nein? Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Hier oben seht ihr das auch schon, klickt da drauf und ja, haut rein, das war's. Ciao, ciao.